Uh, ja, ja, ću vas, ja ću vas, odnosno nas, peljati u sadašnost, ali se ipak nadovijezati na neke teme koje su se uspomijanule i u povijesti, pred svim i to pitanje asimilacije, ko smo sad upravo čuli, um, i kako se to zapravo zrcali dan-danas u Novom selu i kako to zapravo moramo istraživati. Uh, ja sam moje predavanje najavila kao dvojezično i potrudit ću se da bude... Das heißt, die Idee ist, dass äh, ich möchte euch heute was erzählen zur, zur, wie Sprache als etwas Sichtbares im Raum. Meistens denken wir an Sprache nicht als etwas Sichtbares, sondern wir glauben immer nur Sprache ist etwas, was gesprochen wird und was man hört. Aber tatsächlich ähm, ist sozusagen Sprache in ihrer geschriebenen Form allgegenwärtig. Und wir sehen sie ständig um uns und wir nehmen sie aber oft nicht wahr ähm, als solche. Und äh, in dieser Sichtbarkeit kann man Sprache aber sehr gut erforschen. Das habe ich gemacht, auch in Neudorf, äh, gleich dazu mehr. Ähm, diese sichtbare Sprache sagt sehr viel dazu aus, äh, wie sozusagen das Verhältnis einzelner Sprachen zueinander ist. Und die Sichtbarkeit von Sprache kann auch ganz klar darauf Einfluss haben, wie vital eine Sprache ist. Und deswegen ist auch äh, das Ziel, sozusagen euch hier zu zeigen, dass äh, auch das Schreiben einer Sprache, nicht nur das Sprechen einer Sprache, wichtig ist, um die Sprache zu erhalten und um sie auch weiterzugeben. Ähm istraživanje s kim se ja bavim, odnosno to je jedan smir sociolingvistike, ja ću vam obetjati, ja nije ću biti preznanstvena, ali ja vam kanim barem uokvirno objasnit uh, za ča ide i uh, čim se bavimo. Uh, dakle, ide zato da se more vidljiv jezik, natpise u bilo obliku, dokumentirati. To znamo dan poprilično lako kad imamo svi smartphone, imamo svi digitalne kamere, imamo aplikacije kada znamo sve te slike unositi i onda ih znamo analizirati i onda znamo gledati če nam to zapravo veli. Um, tako vidljiv jezik ili Zovemo to prvotski jezični krajolik, to bi bilo po nemškem šprahljanšavtu, v engleskom se veli lingvistik landscape. Um, to je dakle, jezik, ki je vidljiv na javni ulični napisi, na reklamni tabli, na imena ulic, uh, imena sil, znači sirske tablice ali tako čak od napisi na Ludna, na Dudjani, od napisi na vsakom malem obrtu, ki ga najdemo in v selu. Vsak plakat, koga kada ubesimo, stak, naljepnico, ki ga naredimo, vsak uh, javni nadpis na bilo kakovoj vladinoj upravi ali na kakovoj zgradi, uh, na šola, um, vse to skupa sačinjava jezikovni krajolik enega sela, ene regije, enega varuša. In ta jezik, koga to te vidimo ali ki svisno to te postavlja, ima dve važne funkcije. prva važna funkcija je da nam da informaciju. Ako si vi predstavite da vidite sad u jednu državu kad još nikad niste bili, a vi vidite jedan natpis na jednom jeziku koga znate odrijedit, onda ćete vi predpostaviti od toga da se znate taj jezik, to te i pominat. Ili, ako dojdete, ne znam, u kinu i vidite natpis na englijeskom, ćete predpostaviti aha, ovdje se znam i po englijesku pominat. To znači, to je prva funkcija, informativna funkcija. Markieren eines gewählten Territoriums, kada sich ein Lenig muss für Kommunikation. Und die andere, aber auch so wichtig, ist die symbolische Funktion. Das ki stav, ki-Status hat ein Lenig und damit auch eine Gruppe in einer Umgebung. Ähm, die Vorstellung, dass es sowas wie eine Sprachlandschaft gibt, äh, besagt eben, dass jede Form von sichtbarer Sprache. Das können alle möglichen Aufschriften sein, von Aufschriften auf öffentlichen Gebäuden, Plakate, Aufschrifte, Aufschriften, Aufschriften äh, in kleineren mit ähm, Gewerbe, lieber äh, Von kleineren Gewerbetreibenden, äh, Poster, Sticker. Graffiti, äh, übrigens findet man in Neudorf auch Graffiti, das habe ich mir nicht gedacht, aber ich habe welche gefunden. Ähm, all das zusammen äh, ist sozusagen eine Sprachlandschaft und die Sprachen, die wir dort finden, haben mindestens zwei wichtige Funktionen, nämlich einerseits informieren sie uns, welche Sprache man in diesem Gebiet oder in diesem Raum sprechen kann und zweitens haben sie immer eine symbolische Funktion, weil sie zeigen, welchen Status eine gewisse Gruppe und die zugehörige Sprache eben hat. Was wichtig ist, ist, dass sich so eine Sprachlandschaft verändern kann und wir alle können sie mitverändern. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich mitgeben möchte. Das heißt, jeder und jede von uns kann eigentlich Sprachverwendung auch in geschriebener Form mit verändern. Jeder von uns kann, wenn wir in der Position sind, etwas anzuschreiben, sich entscheiden, wie wir das tun. Wenn wir vielleicht diesen, äh, dieses Roll-up gleich als Beispiel nehmen, ich sehe es jetzt nicht, aber ich habe es vor mir, aber Sie sehen es alle. Äh, kann man das eigentlich sehr schön analysieren vor diesem Hintergrund dieses Forschungszuganges? Wir sehen, dass zwei Sprachen darauf sichtbar sind. Das, sehen Sie, das seht ihr alle. Ja? Ähm, und wir sehen, dass eine Sprache größer ist, nämlich welche? Die kroatische. Ausnahmsweise richtig. Das heißt, äh, sozusagen, wir sehen hier, dass. Die Botschaft dieses Roll-ups ist, dass das Kroatische in diesem Kontext wichtiger ist oder dass ihm eine größere Bedeutung beigemessen wird. Es ist auch die Sprache, die an erster Stelle steht und nicht an zweiter, wie das sonst meistens der Fall ist. Oft ist es ja umgedreht. Meistens ist das Deutsche das Erste und auf Kroatisch kommt dann drunter vielleicht noch was. In dem Kontext ist es anders und sozusagen, dass wir das so sehen, hat eine klare Botschaft. Ähm, Allein auch zum Beispiel, dass das Logo Cetiristopedessiliert äh, nur kroatisch ist, ist auch eine Entscheidung. Das heißt, hier war ganz bewusst wichtig, dass das Kroatische im Zentrum steht und deswegen sieht dieses Plakat so aus, wie es aussieht. Ähm das heißt, wenn wir uns so eine Sprachlandschaft anschauen, und ich zeige euch gleich ein paar Fotos, ihr werdet alle in Neudorf wiedererkennen, ihr werdet auch alle ein paar eure Heus, Hauswände erkennen. Ähm, ich gebe zu, ich war das, die sie alle fotografiert hat. Ähm, dann sehen wir, dass sozusagen diese Sprachlandschaft ist ein Teil von Sprachpolitik und vor allem von Sprachenpolitik, wenn es darum geht, in welchem Verhältnis Sprachen zueinander stehen. Äh, ukoliko je taj jezik vidljiv, je seneg znak moći i statusa. Seneg je pitanje kako je tako moćan staviti jedan znak u određenom jeziku, duo to djela i zašto djela. Um, a ako, tako rekući, idemo i istražujemo to, uh, onda moramo po tom kje jezike kada vidimo duet do zaključkov. A to vam kanim veljek na primjeru novoga sela pokazati. U um, važno je da, da tako rekuć, naš jezik, gradišćansko hrvatski jezik, je ugrožen jezik. Ja mislim da smo si toga svi svisni. Linda je ovdje kaj je pisala ich, ten, ten, ten tolje spruh zu, <laughs> zu, zu, gefährdung, äh, wo du das auch, ähm, hast. Dakle, naš jezik je ugrožen jezik, a pitanje je kako se mora ugroženi jezik sačuvati ili kako se mora čadilati protiv toga da postane manje ugrožen tim, da se ga i već govori. Jedna mogućnost je da se jezik i već piše i da se jezik već u javnom prostoru koristi. Jer jednostavno postoju bezbroj istraživanja ka pokažu da ako je jezik vidljiv, jezik dostane bolji status. To znači ako se jezik već piše, onda Jesik Das heißt, die, sozusagen ein wichtiger Grundgedanke oder auch wichtige Erkenntnisse solcher Forschung zeigen, dass sobald Sprache sichtbarer wird, wird sie auch als höherwertiger angesehen oder wird sie auch als wichtiger angesehen. Und damit ist sozusagen die Idee, dass je mehr man Sprache im öffentlichen Raum schreibt, kann man auch ihre Vitalität beeinflussen. Das heißt, wenn es gibt, die vermehrt kroatisch schreiben, bekommt das kroatische zum Beispiel einen besseren Status und die Leute bekommen auch wieder ein besseres Bewusstsein dafür, dass sie diese Sprache auch sprechen. Ähm, und äh, dazu gibt es eben, und das ist bei, bei, den, bei vielen Minderheiten so, äh, oft sogenannte Bottom-up-Initiativen. Das heißt, die Initiativen zur Sichtbarkeit kommen meistens von unten, weil der Staat meistens zu wenig tut um die Sprache sichtbar zu machen. Äh, viele werden sich vielleicht noch an die Diskussionen rund um die zweisprachigen Ortstafeln erinnern, die ja 45 Jahre seit dem Festschreiben ähm, gebraucht haben, bis sie tatsächlich installiert wurden. Ähm, und das zeigt, dass sozusagen die staatlichen äh, Strukturen meistens so festgefahren sind, dass eben die, die Sprachen, die Minderheitensprachen eher zurückgedrängt werden oder äh, nicht, nicht im öffentlichen Raum sichtbar werden. Ähm, und es zeigt uns aber auch gerade die Diskussion um die Ortstafeln, dass bei den Minderheiten dann oft, wenn sie ein Ziel erreicht haben, dann war sozusagen fast schon so wie ein luftleerer Raum, dass die Ortstafeln sind gestanden und alle allem gedacht, so, ja, jetzt haben wir es abgehackt. Und haben gedacht, es gibt nicht mehr, es gibt aber noch viel, viel mehr Möglichkeiten, wie man Sprache sichtbar machen kann. Die Ortstafeln sind nicht das Einzige. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, als Vergleich die Slowenen in Kärnten, die haben zum Beispiel ganze Wanderkarten auf Slowenisch und Deutsch veröffentlicht kürzlich. Das heißt, die haben wirklich die ganzen Flurnamen gesammelt äh, und haben das auch äh, zweisprachig herausgegeben. Und jeder, der jetzt nach Kärnten kommt in ein gewisses Gebiet und dort wandern gehen möchte, bekommt eine zweisprachige Orts, äh, eine zweisprachige Wanderkarte. Ähm, und man kann eben auch sowas wie Ortsnamen zweisprachig anschreiben. Und das ist ja in Neudorf passiert. Ähm, was ich gemacht habe, äh, ich bin an Zwei Nachmittagen, glaube ich, durch Neudorf gefahren und habe fotografiert, was ich gefunden habe. Nicht ganz Neudorf. Äh, das hätte ich nicht geschafft. Ähm, vor allem hat mich der Georg immer verfolgt und hat mich gefragt, was ich da mache. <laughs> und ich glaube, dass auch ein paar andere Leute beim Fenster rausgeschaut haben und sich gedacht haben, was macht sie hier? Ähm, ja, sam dokumentierala, ja, sam dokumentierala, äh, jesik und nur vom Stellung. Äh, je. da imamo dvojezične table u Novom selu, ali ne sagdir, nego samo na glavnoj cijesti. To znači, ako se vozite kod nas od za onda je tablica samo nimška, znači samo jednojezična. To bi bila, na primjer, jedna mogućnost kada bi se moglo reći, mi bi rado imali da su sve tablice dvojezične, a ne samo tije na glavnoj cijesti. A, I, na primjer, V redu, vidimo, to isto, to je v Novom selu, tukaj, če se vozi prema, prema Rinjaku Gori, vidimo, da, tako rekoč, gradišče, kot zavezna zemlja, si jebe vidi izključivo enojazično. Mi imamo vse uh, vije natpise za, 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 za A ovo sem vam še ostavila notri, čisto da vidite, da je tudi kod Gradiščanskih Hrvatov bilo borba za, ta, a, a, za dvojezične ulične tablice. To, um, čemu moramo isto vedeti, to je malo vanjo ovoga sela, to so table, ki je, ukažu na druga sela, na druga dvojezična sela. Um, I ti table su se postavili ste pr 12. lijeta. To znači to te je tribalo još jedno jedan cijeli korak uh, kurak, uh, cijelo uh, prominjenje um, zakona da bi i vakovi nadpisi došli. A pitanje ča je još mogutje i kako moramo dalje. Uh, ovo ćete si prepoznat, ovo je novo selo. Um, ja sad nažalost nimam poenta ovdje, ali vi si znate sigurno si predstaviti. Znači ja sam se zijela cijelu glavno uh, glavnu cijestu. Onda sem šla zgora po maloj strani doli, potem sem šla do Cimitora, pa sem bila na Cimitru, a potem sem se še vozila van prema Nojhofu, tu eno cesto, kada so sad a, novi stani zgrajeni. To znači, celo selo nisem dokumentirala, ali veliki del, a, a pitala sem se prvič, v kateri razmeri je vopće hrvatski jezik vidljiv v Novom selu. Um, in kako je ta inicijativa za dvojezične tablice vticala pravzaprav na jezikni krajolik, ukoliko se primjenjuje s tem. Um, a kod tega raziskovanja sem odprilike dvesto kipitjev načinila, vsaki kipit je tako rekel, eden jezikni znak. Um, to znači, če bi sad celi, uf, en roll up je eden jezikni znak, uf, drugi roll up je drugi jezikni znak. Sad, sad, ker, kadar vidimo, če je napisano to. Uh, brujemo kao jedan jezični znak, a od tih 200 u cijelom tom teritoriju koju sam dokumentirala je bilo samo jedna četvrtina dvojezično. To znači mi moramo zaključiti da samo u četvrtini kontekstov moramo najeti hrvatski i njimški. Od tije četvrtine, znači to je bilo otprilike 50 znakov, je 21 znak dvojezična ulična tabla. Znači, to su samo ulične table, to nisu sjetske table, nego i ulične table. To znači da je, za pravo, moramo kao prvo zaključiti da je ova inicijativa skoro poduplala vidljivost hrvatskoga jezika u selu. A, to su ovakove table kod je si poznate, kistenovam mi imamo sad i ovako table ki je to a, još proširuju kada je dakle i tekst za vidit kada nije samo ime nego i tekst i, i tim se proširi um, hrvatski ali mi vidimo i ovdje da je na primjer nimško na prvom mjestu iako su si dva jeziki isto veliki ali nimško stoji na prvom mjestu ako gledamo malo najzad u povijest, a ovdje se sad priklapa povijest i pitanje u ki konteksti se hrvatski jezik koristi, onda ćemo vidjeti da je zapravo jedna jedina takozvana jezična domena kada je hrvatski apsolutno dominantan, a to je Crikva. Ja sam u cijelom tom putu koga sam dokumentirala samo tri znake našla kad, ki su bili isključivo hrvatski, a to su sve tri bili znaki iz Crikvijene domene. Znači, to je ovo... Um, Das heißt, um es vielleicht auch kurz auf Deutsch zusammenzufassen: die, die Kirche ist tatsächlich, oder der Glaube ist die einzige Sprachdomäne, in der das Kroatische äh, auch historisch sehr gut vertreten ist und in der das Kroatische sozusagen auch als als erste Sprache funktioniert und in, in diesem Fall eben auch als sozusagen als einzige Sprache. Das sind die einzigen drei Zeichen im ganzen Dorf, die ich dokumentiert, dokumentiert habe, wo äh, die nur kroatisch sind, also die Einsprache kroatisch sind. Ähm, was wir auch sehen, ist, dass das ist mittlerweile ein historisches Foto. das Gemeindeamt gibt es nicht mehr in dieser Form äh, auch die Schule nicht. Ich habe das Ganze letztes Jahr im Frühling gemacht, also vor eineinhalb Jahren. Was wir hier sehen, ist, dass das Gemeindeamt zwar auch einen, den kroatischen Namen hat, Urbjinskistan, aber wenn wir dann an die Tür genauer schauen, dann sehen wir, dass eigentlich, ich hoffe, es ist lesbar, dass sämtliche Informationsvermittlung ausschließlich in deutscher Sprache funktioniert. Und das ist bei der Volksschule genauso. Das heißt, es gibt auch hier eine zweisprachige Aufschrift, aber alles, was an weiterführenden Informationen vermittelt wird, äh, ist nur deutschsprachig. Und beim Kindergarten auch. Das heißt, äh, auch hier, äh, es gibt zwar immer dieses Obligatorische, die Begrüßung in kroatischer Sprache, aber eben alles, was sozusagen wichtige Kommunikation ist, alles, was wichtige Informationen sind, ausschließlich Deutsch. Was mich zu dem Schluss kommen lässt, dass das Kroatische hier eigentlich hauptsächlich noch eine symbolische Funktion hat und eben nicht mehr die Funktion einer Kommunikationssprache, die sie eigentlich haben sollte und die sie eigentlich äh, auch zumindest auf dem Papier hat. Ja? Das heißt, äh, Kroatisch ist Amtssprache, ähm, Kroatisch ist Unterrichtssprache, aber es ist sozusagen nicht sichtbar reflektiert ähm, in, dieser, äh, in, in, in der Sprachlandschaft und Daraus würde man schließen können, dass es auch tatsächlich keine, nicht, nicht die Sprache der Kommunikation ist in diesen Einrichtungen. Ähm, beim Bad ist das genauso. Da haben wir zwar auch eine, sagen die, die Bezeichnung äh, in beiden Sprachen, aber dann alles an Information nur auf Deutsch. Ähm, es gibt einen Verein, Atoymuk. Muk je, tako rekoč, tukaj vidite, da je kod muka kot nadpisov hrvatski na prvem mestu, a onda ste prdujete nimški. Um, In da se tukaj hrvatski poprilično dobro, ožržijo ali bolje drži. Um, prijem da je tudi tukaj vidimo Sijerski muzej, ampak dejanica je to vsako soboto od 2 do 4. ne, Dopopetije, oprostite, um, je isto samo na nimškom napisano. To znači ni, 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 ne duplicira se informaciju do konca. Um, I još jedna, opet, Crikva. Uh, Crikva je tako rekući, da čuvatelj hrvatskog jezika, to moramo zaključiti po tom što sam ja ovdje mogla dokumentirati, je da je, znači, nadpisi crikve su jedini kada je hrvatski veći i na prvom mjestu. Ako ovdje vidite red božih službov u Novom selu je masno pisano, je prvi jezik koga se spominje, a onda i se dalje, znači i pandiljak, utorak, Vse nek stoji hrvatski na prvem mestu in vse važne informacije. A, čini mi se, da, jaz sad v rukopisu odabljem neumštat, ampak čini mi se, da je to, tako reko, to če je rokom dodano, to zamemo onda kot intervencijo, to, to te vidimo, da je to te hrvatski jezik primaran. To znači, hrvatski dejansko funkcionira v crkvi še kot jezik um, in kot jezik komunikacije. ali zapravo je to jedina domena kada je to tako. Ako gledamo uh, u, u čez obrti, ja sam zjela ovije dva za primjere, vaša ludna nažalost već ne postoji, ali ipak sam ju dokumentirala ovdje, mislim vi vidimo da je, tako ovdje samo natpis na nimškom, eingang, ausgang, će sigurno reflektira situaciju uh, ljeta kada je to bilo, dakle to je bila, Um, to, to, je, to je bilo obdobje, kada je hrvatski uopje ni imel status, kot ga ima dan danes, in kad je predvsem ta pritisk asimilacije bil dost velik. Um, Ampak, zapravo, urav znak je za mene dober dokaz, da ta, ta, informa, ta funkcija informacije ne seneg funkcionira, kad jaz kot vas še nikoli nisem bila notri in da se nisem v po Hrvatsku pominula. Tako da prijem, da, da v selu se znalo, da je to. Hrvatska ludna. Um, ali ako ovdje gledamo, ovo je ta mali štandl kada si znate povrtje kupit u Novom selu i to te se samo jedno jezično napisano, pretpostavljam zato kad ta človik i to prodaje, naravno ne zna hrvatski, ali pokud ovdje hrvatsko selo, bi se i ovdje moglo poticati da se ta znam da, da se to teki sjede, pa zami rječnik v ruku, pa prevadja to vodje i povrtje koje to te zadostati. Um, ovo je vaš stan, ako ga vidite na livo. To znači ovdje, ovdje vidimo kako uh, se mure i kako zapravo svaka osoba, svaka obitelj i poticat korištenje hrvatskog jezika. Znači vi ste se svisno odlučili staviti obitelj rod a ne familije rod, kod je to skoro kod ci drugi u selu, vi imate i velika strana napisano. Ovo je bilo daleko prle, nek su se dvojezične uh, ulične uh, tablice postavile. Um, mi najdemo, na primjer, ova jedna klupica, koju sam našla u, kod autobusne stanice, i to je, na primjer, i to zamimo kao jedan jezični znak, a to to, je, tako rekoj, to su takove mogutnosti kada saki i saka od nas se zna svisno odlučiti koristiti jedan jezik i kada je po meni u novom selu još malo lufta na guri, kod bi se reklo. To znači moja, moja ideja je i da, vas, da, vam pokažem da, da imate šansu odlučiti ki jezik zamete ako ča napišete i da to zapravo izrcali kako vi sami postupate prema tomu jeziku i ku vi njemu dajete. To znači, saki, saki mora sam za sebe to odlučiti do odredenih situacija. A ovo sam slikala zadnji, ta jedan kod Lončarov, ovaj kod vas u bloku. ovo je pozivnica za ovu priredbu, a i ovdje vidimo da je hrvatski prvi jezik. To znači da je ovdje hrvatski važniji, a i već samo da se ovako čak, na primjer, u, u blok je jedna intervencija u jezični krajolik i je zapravo jedna mogućnost pokazati da Hrvatski ima određeni status i u novom selu. Um, kanim zaključit uh, i vam dat neke stvari, za, znam da i zamislit, ufam se s um, nezastupanost uh, Hrvatskoga ili gradišćanskog Hrvatskoga kao also die das das fehlen der des kroatischen der kroatischen Sprache als anerkannte Minderheitensprache im öffentlichen Raum war sehr lange ein Zeichen der ähm, der der Machtausübung der deutschen Sprache und der Assimilierung in der Sprachlandschaft. Bottom-up-Initiative um, of Unovie Vrime Je Jako Velika. Also die, sagen die, die Möglichkeit, dadurch, dass von unten, also Bottom-up bedeutet, dass Menschen selber sich entscheiden, etwas zu tun, um, ist uh, eigentlich sehr groß, die Möglichkeit damit etwas zu bewirken. Um, <küm> Auch bei den Minderheiten setzt sich immer stärker dieses Bewusstsein dafür durch, dass auch sichtbare Sprache im öffentlichen Raum wichtig ist und dass es nicht nur darum geht, dass eine Sprache gesprochen wird, sondern dass sie auch geschrieben wird. Ähm Viele dieser Initiativen, die passiert sind, also Neudorf ist eins, ein, ein Beispiel dafür, aber es gibt zum Beispiel auch äh, rund um Eisenstadt zwei Dörfer, die ganz äh, in den letzten zwei Jahren begonnen haben, alte Toponyme zu sammeln und die auch auf äh, Straßenschildern äh, abzubilden. Und das zeigt, dass es auch sozusagen ein Bewusstsein gibt, auch diese, diese alten Bezeichnungen zu bewahren. Ähm, das heißt, diese, die Zweisprachigkeit äh, bleibt durchaus symbolisch, weil man in vielen Kontexten sieht, dass die Sprache eigentlich nicht mehr als Kommunikationsmittel funktioniert, weil Deutsch als Kommunikationssprache überwiegt und hier ist die Kirche eine einzige Ausnahme und Sakonats, Swaki Svaka oder was immer nur ist, Utizat, Jesika. Das heißt, jeder und jede hat die Möglichkeit, auf Sichtbarkeit von Sprache einzuwirken. Und mit diesem ja, aktivistischen Satz möchte ich enden und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke.